Hallo, lieber Zuschauer. Und weiter geht es mit dem ganz speziellen Fall von dieser DOS-Warenwirtschaftssoftware von Mustafa Üstün. Es nennt sich auch das Großmarktprogramm. Und wir hatten vorhin im letzten Video eine Bestellung abgeschickt, diesen importiert. Und ich möchte zeigen, dass diese auch tatsächlich hier existiert. Und zwar, die Bestellung wurde als direkter Lieferschein importiert und befindet sich im Menüpunkt A unter Lieferscheinerfassung. Kann man dann den Kunden aussuchen. Und das war nämlich unser Provatan Supermarktkunde. Den habe ich jetzt ausgewählt und mit F5 sehe ich die Liste aller importierten Lieferscheine. Hier ist der mit der Nummer 1045 von heute, 21.04. Ausgewählt sehe ich dann unten die beiden Artikel. Ja, die Artikel, die waren beide vorhanden im Lager, deshalb sehe ich die auch hier. Wie Sie sehen, ist dieser Yeşil Biber Bütün Kavanoz ausgewählt worden von der Postnummer 5371, also von der Charge Nummer 3771. Und da waren mal drei drin, jetzt sind es zwei. Hier sind die Informationen für diese Charge. Und dann hatten wir noch einen Artikel mit einem offenen Kuli mit sechs Stück. Wie Sie sehen, ist hier das mit 0 und 6 Stück vorhanden. Und das wurde auch von dieser Charge hier ausgewählt. Es ist fertig und es kann zu einer Rechnung umgewandelt werden. So geht man hier mit dieser Software um. In anderen Warenwirtschaftssoftware sind andere Vorgänge eventuell vorhanden. Eine Weiterführung einer Lieferscheines, aber hier wird umgewandelt, so nennt man. So, und mit F9, um F9 abspeichern und aus, sehe ich dann hier und dann kann ich unter Belegkontrolle die Lieferscheine im Verkauf von, sagen wir mal, von jetzt die Kundennummer weiß ich jetzt nicht auswendig. Ich gucke noch mal, Pro, das war nämlich der 10681. Okay. Beleg, Lieferscheinkontroller 10681, 10681. Ich möchte keine anderen auswählen und da sehe ich den auch so. Die Bestellung wurde direkt importiert. Man muss es nicht nochmal abtippen und es ist richtig schön von allen, alle Artikel wurden von Position ausgewählt und keine Position ist im Minusbestand gegangen. Alles wunderbar. Diese Funktionalität wird momentan fast über 2 Monate lang bei drei meiner Kunden eingesetzt und die sind höchstens zufrieden und möchten das gerne weiterhin so einsetzen. Dankeschön, dass Sie da zugesehen haben und ja, bis zum nächsten Video.